Also, hallo, hier ist Michael Wettenger. Ich bin der Leiter des Stadtarchivs und des Hauses der Stadtgeschichte. Wir befinden uns hier im Tresorraum, im Allerheiligsten des Stadtarchivs. Hier sind die wertvollsten Dokumente und Archivalien untergebracht. Und wir zeigen Ihnen jetzt etwas, was Sie sonst nur selten zu Gesicht bekommen werden. Ja, das ist das Reisetagebuch des Hans-Ulrich Krafft. In den 1590er Jahren begonnen, über eine Reise, die er in den 1570er Jahren durchgeführt hat. Ein sehr detailliertes Reisetagebuch, sehr ausführlich. Wir haben hier an die 400 Blätter, die er beschrieben hat. Und er greift dabei wohl auf Aufzeichnungen zurück, die er während seiner Fahrt gemacht hat. Hans-Ulrich Krafft kam aus einer adligen Familie, 1550 in Ulm geboren, hat den Kaufmannsberuf erlernt, ist nach Augsburg geschickt worden zu der dortigen Firma Mahnlich und ist dann mit Gütern, Handelsschiff über das Mittelmeer nach dem heutigen Libanon gefahren, nach Tripoli. Tripoli war eine wichtige Handelsstadt. Dort befand sich dann das Kontor der Familie Mahnlich. Und von hier aus arbeitete eben der Hans-Ulrich Krafft als Agent dieser Firma. Er hat viele Reisen unternommen, darüber auch hier in seinem Buch geschrieben. Die Zedernwälder des Libanon hat er beschrieben. Er hat Arbeitsprozesse, wie werden orientalische Gewänder hergestellt. Das interessiert ihn natürlich auch professionell. Und hat Reisen unternommen, zum Beispiel nach Aleppo, wo ein ganz großer Umschlagplatz war für die gesamte weite Region. Und hat Handel getrieben. Also dieser Handel der Ulmer lief über dem Mittelmeer in diese Gebiete eben des heutigen Nahen Ostens. Man hat Gewürze, man hat vor allen Dingen Textilien von dort bezogen. Natürlich auch alles andere wie Gold, Edelsteine und dergleichen. Das war ein sehr schwungvoller Handel. Und Hans-Ulrich Krafft hatte ein Unglück gehabt, ein Pech. Sein Handelshaus ging nämlich Konkurs. Es gab damals auch schon Konkurse. Er ist dann als einziger greifbarer Vertreter der Firma Mahnlich vor Ort inhaftiert worden auf Betreiben eben der Gläubiger, wo also eine Summe von 20.000 Dukaten in der Diskussion stand. Und ist in Schuldhaft genommen worden. Und der arme Hans-Ulrich saß auf die Art und Weise 3 Jahre lang in Schuldhaft. Er schildert also dann auch, wie es war, wie er aus dieser Schuldhaft wieder befreit wurde. Und ein ganz maßgeblicher Grund dafür war, dass Hans-Ulrich Krafft mit vor allen Dingen venezianischen und französischen Kaufleuten, die dort Handelskontore hatten, gute Beziehungen unterhielt. Und diese guten Beziehungen führten schließlich dazu, dass Hans-Ulrich Krafft von den Venezianern und Franzosen ausgelöst wurde. Und dieser Freilassungsbrief ist in arabischer Sprache, hat er ihn hier in seine Erinnerungen eingefügt. Das ist also der Original-Freilassungsschein für Hans-Ulrich Krafft aus dem Jahr 1577. Er ist dann auf einem französischen Schiff wieder zurückgekehrt und
Wir fragen uns natürlich, warum kam eigentlich von Venezianern und Franzosen diese Summe in freizukaufen? Warum nicht aus Deutschland? Da muss man natürlich sagen, klar, für das Handelshaus der Mannlichs, was jetzt im Konkurs stand und sehr viele Forderungen erfüllen musste, wäre es natürlich das Praktischste gewesen, Hans-Ulrich Kraft wäre in der Haft gestorben. So kam er wieder zurück und erhöhte sozusagen die Last der Forderungen für das in Konkurs befindliche Haus. Das Buch hat er geschrieben, wie er selbst sagt, für seine Söhne, viele Kinder, und seine beiden Söhne, die sollten dies zum Nutz und Frommen, wie er so schön formulierte, eben lesen. Und es ist für uns ein einmaliges Dokument von interkulturellen Begegnungen und von Darstellungen aus dem damaligen Gebiet, was heute zum Libanon und zu Syrien gehört.